Was hast du vor? Ich höre. Was los? Wie ich. Was denn? Was? Was soll passieren? Was habt ihr vor? Was soll ich denn erzählen? Ich soll was erzählen? Ich habe Urlaub. Machst du jetzt ein Format für Gehörlose? In der Box? In der Box, das gab's schon, oder? In der Box? Das ist doch nicht ein ZDF-Format gewesen. In der Box? Doch, ich glaube, das war ZDF Neo oder so. Ja? Was war das? Tanzen, tanzen. Jetzt nein. Der ist? Warum ist der? Also ich würde über das Format nochmal nachdenken. Ich halte das für eine sehr einseitige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob dieses Format in letzter Konsequenz so viel Zuschauer bringt, wenn der, ich sage mal, wesentlich interessantere und hübschere Part dieses Duetts hier, nein, die ganze Zeit keine Stimme hat. Alkohol. Wird das ein Gehörlosenformat? Nein? Moni, wir brauchen ein Mikrofon, das deine Gebärden aufnimmt. Das sind Resonanzkörper, keine Mikrofone. Schwimmen, tanzen. Nein, ich tanze nicht. Ich kann nicht tanzen. Was kann ich? Standard kann ich. Standardtanz kann ich. Wir könnten einen Walzer aufs Parkett legen. Aber da müssten wir vorne darum bitten, dass Strauß gespielt wird. Ich weiß nicht, ob die das hier tun. Meinst du? Strauß auf Convention. Das wäre doch mal was, oder? Wäre was, ne? Also wir haben jetzt die Top-Idee. Wir werden dann jetzt mal ein bisschen die Convention aufhübschen, dadurch, dass wir ein paar klassische Klänge spielen würden dann. Klavier oder Flügel? Oder Fragen sind ganz gut bei sowas, ne? Oder offene Fragen. Ich habe ja mal gelernt in der Schule als Volontär. Habe ich ja mal gelernt, man soll immer offene Fragen stellen. Ne? Das machst du ja auch in deinen Interviews. Aber die kann man in Gebärdensprache, kannst du Gebärdensprache? Dann kannst du sie ja nicht beantworten. Moni, erzähl mir doch mal was von deinem gestrigen Abend. Du hast jemand in Seile verschnürt und bist dann schlafen gegangen. Liegt der noch da? Hast du ihn entschnürt heute Morgen? Und dann bist du nur schlafen gegangen, das ist ja völlig langweilig. Du bist zu den Engeln entflogen. Ganz lieb war das. Und dann bist du heute Morgen wieder aufgewacht. Und was ist dann passiert? Du hast dich hübsch gemacht, um hier hinzukommen. Und wie wird dein Tagesablauf hier sein? Wirst du heute noch ein Interview führen? Wirst du dabei sprechen? Wovon hängt das ab?
Versuchen wir das mal ein bisschen deutlicher zu erklären. Also das liegt daran, wen du befragst. Und je nachdem, ob derjenige Gebärdensprache versteht oder nicht, Kreis. Also ich halte euer Format für sende- und ausbaufähig. Ja? Das ist auch schon mal was. Ja, haben wir noch jemanden hier? Wer denn? Mete! Ah, der Mann hinter der Kamera bleibt hinter der Kamera. Wie immer eigentlich. Darf man eigentlich Brüste zeigen?